Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Age Game und zwar mal Golden Mean. Ich mache das ein bisschen so im Hintergrund laufen lassen, weil eigentlich Szenen doch ein bisschen sehr freizügig sind. Golden Mean, gutes Game, muss ich ganz ehrlich sagen, wurde sich mal wieder gewünscht. Sehr interessantes Game. Wird produziert von Dr. Moly, ist im Moment in der Version 0.3 für Windows, Linux, Mac und Android in den Sprachen Englisch. Ganz interessante Familienzusammensetzung. Kleines Quiz vorweg. Da ich ja ein Age-Gamer in der alten Schule bin und schon sehr, sehr viele Age-Games gesehen habe, wollte ich mal ganz kurz wissen, ob ihr diesen Charakter schon mal gesehen habt. Da bin ich erstmal gespannt. Wer kennt diesen Charakter? Die Ähnlichkeit ist sehr verblüffend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wurde da ein bisschen auch mit daran gearbeitet. Ich löse es auch gleich auf, aber überlegt mal ganz kurz. Na? Genau, aus Photohunt, der Kerl, also er hat sehr starke Ähnlichkeit mit dem Kerl aus Photohunt. Wie hieß denn der nochmal? Der mit euch in der Galerie da die Sachen da dreht. Ungefähr so sieht er auch aus. Ihr könnt die Leute hier alle bearbeiten, aber nur die Beziehung starten, die Namen selber. Ich glaube, bei ihm könnt ihr natürlich noch Namen bearbeiten. Das ist natürlich unser lieber Ben, wie immer. Ben ist am Start und geht auch wieder ran. Bei ihr, ich weiß gar nicht, Elisabeth, genau, das ist, wie das eben halt halten sollte, wie die Beziehungsstatus zu denen untereinander sind. Ganz okay gemacht, meiner Meinung nach, gar nicht mehr so schlecht, kann man sich umgestalten, wie man möchte. Ich starte erstmal. Sehr viele Videosequenzen mit drin, sehr gut animiert, meiner Meinung nach, und das Spiel beginnt erstmal damit, dass wir hier von einem komischen Ding getroffen werden, im Auge. Diese Anfangssequenz sieht zwar ein bisschen komisch aus, meiner Meinung nach, aber das ganze Spiel im Endeffekt ziemlich gut, muss ich sagen. Ich skippe mal das, ich zeige euch das dann drum. Also, ihr werdet also von diesem Ding nachher getroffen. Ihr seht das, die Ähnlichkeit ist echt verblüffend, ne? Euer bester Kumpel, Ralph, schickt euch erstmal gleich ein Foto, was ich hier erstmal gleich zensieren muss. Denn in der Kirche so schöne Fotos zu schicken, ist gar kein Problem, dann wird die Kirche gleich mal wieder unterhaltsamer. Da haben wir schon mal Elysia und Diana, die Mutter von Ralph. Diana ist ja unsere Mutti in Form von, naja gut, ist die Mutti. Sarah, glaube ich, war das gewesen, genau. Nettes Zusammenspiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht nur so wie jetzt gerade aufgebaut. Die Animation und die Girls sehen aber sehr gut aus, meiner Meinung nach. Gute, detailreiche Bearbeitung der Girlies. Echt nicht schlecht. Es gibt, meiner Meinung nach, bisher jetzt im Moment Stand der Dinge eine Age-Game, die ich gemacht habe jetzt. Wir ziehen hier halt ein. Die Mutter wollte schon mal eine Bäckerei aufmachen. Wir werden doch gleich merken, dass Mutti und Fadi nicht mehr so die besten Beziehungstypen haben. Ach, das kann ich zeigen, das ist okay. Mutti mal gleich in einer Flashback-Szene gesehen. Ich zeig das nochmal. So, ihr seht also, es kommen immer wieder so kleine Videorenderungen-Animations mit rein, die ich gar nicht mal so verkehrt finde, meiner Meinung nach. Die das eigentlich ziemlich gut alles wiederfinden, meiner Meinung nach. Finde ich echt nicht schlecht. Die sind echt gut geworden. Ich bin gespannt, wie die Age-Games in den Hinfall hin, die Age-Scenes in den Fall werden. Aber so, was ich jetzt soweit gesehen habe, ist das Spiel echt nicht schlecht. Für eine 0.03-Version schon ziemlich cool. Sie öffnet also dann die Bäckerei und da kommt erstmal Clara. Und mit Clara hättet ihr jetzt die erste Age-Scene, wenn ihr etwas annimmt, was ihr machen. Die Alternativ-Payment würde ich an eurer Stelle vielleicht erledigen. Dann habt ihr ein bisschen Spaß. Ne? Für jetzt gerade nehme ich mal Tell the Truth. Maybe we can still. Wir refusen das mal. Ich bin heute mal richtig hardcore, ich weiß. Aber ich lasse das heute mal ganz kurz so stehen. Ich weiß auch nicht, wie weit das Spiel in seiner Entscheidungsfreiheit treffen wird, weil es gibt Entscheidungen, die ihr hier später in dem Spiel treffen werdet. Dann kommt eben halt Dottie mit dazu. Dottie ist die Arbeiterin, die arbeitet da auch mit, also die Angestellte, die eben halt in der Bäckerei auch mit aushilft und eben halt dort arbeitet. Ihr könnt aber auch selber dann dort arbeiten und dort ihr helfen. Zimmer von den beiden Geschwistern, ja, etwas kleinlich eingerichtet und selbst wir haben unser eigenes Zimmer. Das ist, die ältere Sissy. Paps geht auch wieder steil.
Cool finde ich, sie macht noch einen Style weg. Das finde ich eine interessante Idee. Die ändert noch ihren Style nachher noch um. Finde ich cool, wenn man sowas in ein Spiel mit einbaut, dass sich der Style ein bisschen von manchen Charakteren ein bisschen ändert. Sie kriegt nachher noch eine andere Haarfarbe und dies und das alles. Ach ja, und nicht zu vergessen, Tanti kommt auch noch mal eben zu Besuch. Bringt noch mal ein Geschenkchen mit. Alles ein bisschen freizügiger, was wir zu machen, ne? Wir sollen erstmal gleich einen Wein holen, denn wir kommen jetzt ein bisschen zu dem Free-Roaming-Path. Wir können alle Leute ansprechen. Hier unten ist der Part, wo wir dann eben halt auch die Räume nachher haben. Wir talken aber mal ganz kurz mit den Leuten, einfach mal so, damit ihr es seht. So. Ein bisschen körnig, manche Bilder sieht man auch ein bisschen. Die Hintergründe sind unkörnig gemacht worden. Hier zum Beispiel auch. Das Gesicht ist im Fokus gehoben worden. Da das im Hintergrund aber noch angepasst worden, ein bisschen unscharf, weil wir uns halt hier wirklich auf das Gesicht konzentrieren. Wir gehen ab in den Basement. Im Basement müssen wir erstmal den dicken Wein erstmal holen, denn heute Abend wird ordentlich geprügelt und gezigelt. Ach, Wein. Ich bin kein Weinfreund, ehrlich gesagt. Was soll's. Package arrived und da ist dieses Paket eben halt drinne. Ein Unknown-Anrufer, der bei Diana anruft und irgendwas sagt. Merkwürdig. Ein Grab öffnet sich. What's happening? One week later. Nein, keine Panik, unser Vater ist mir nicht gestorben. Sonst bringt ja fast jedes Spiel irgendwie die Vater gleich um die Ecke. Diesmal nicht. Ja, diesmal wurde nicht gleich der Exitus ausgerufen für den Dad. Oder vielleicht ist es Ralph, ja. Ich habe das auch nicht mitgekriegt, ob er jetzt in der Beziehung ist. So, und dann startet das Spiel eigentlich da, wo wir vorhin so gewesen sind. Mit diesem komischen Teil, das uns genau ins Auge piekst. Ich weiß, für alle Leute, die das nicht sehen können, müsst halt weggucken. So, Spiel startet. Da muss ich auch gleich mal wieder leicht einen Cut setzen. Denn Felix geht ein bisschen hart ran und wollte mal ganz kurz Diana ein bisschen hart an die Wäsche ran. Fand Diana nicht gerade so geil. This story comes shows us a mail. The content is unacceptable for some players. Okay. The same ones on the... Show all contents. Gib alles rein, was du hast. Also für einige Spieler wird hier auch einigen Content sein, den man vielleicht nicht sehen möchte. Zeig alles. Scheiß die Wand drauf an. Gib uns alles. So, aufgewacht auf dem Boden der Tatsachen merken wir gerade, dass uns dieses komische, eklige Ding mitten ins Auge gepiekselt hat. Warum auch immer. Naja. Sieht aber noch gesund aus. Kann man noch mit annehmen. Und lassen wir nochmal laufen. So, dann kommen wir nämlich auch gleich schon zum Free-Roaming-Part nachher noch mit dazu. Nachdem wir irgendwelche komischen Sachen machen können. Wilmer, untersucht das mal. Riech mal an den Dingen. Und zum Schluss einfach mal reinbeißen. Jeder beißt in irgendwas rein. Finish. Kannst sowieso nichts drauf pennen. Felix durfte auf dem Sofa pennen, weil Mutti die Aktion von gestern Abend nicht so ganz geil fand. Wir sind mal wieder Support von Diana. Fängst du mal gleich richtig an, ne? Ja. Können auch Felix supporten, no problem, aber nö. Sehe ich gar nicht ein. So, auf geht's. Welcome to the game. Free roaming in the name. Also, um das ganze Spiel mal so ein bisschen zu erklären. Ihr habt hier oben eure Geisterenergie, oder besser gesagt eure dämonische Energie. Da werdet ihr nachher zwei Sachen von haben. Das hier ist natürlich egal, ist klar, brauche ich nicht Stamina. Wenn es mal zum Knaller kommt, dann kommt es. Euer Geld ist $200. Ihr könnt die Zeit skippen hier vorne mit drin. Hier dagegen ist nicht euer Wallet, sondern ihr könnt hier gucken, was ihr halt alles habt. Ihr habt noch keine Mana. Dislike, Orange. Ich finde es ganz schön, wenn so ein paar Hintergrundinformationen mit drin sind. Und Track, der ganz wichtig ist. Denn hier beginnt die Storyline ein bisschen mitzuschreiben. Jeder von allen hat eine Art Story-Contest und eine Main-Story. Für sie kommt nachher auch nochmal ein extra Track mit dazu. Talkwood Herne Office ist bei ihr zum Beispiel mit drin. Und Get 30 Affection. Die Affections könnt ihr hier immer absehen. Corruption da immer. Depressivität da. Ich bin gespannt,
wie sich das Spiel noch so entwickeln wird, weil ich glaube, ihr könnt entweder Depressivität und Corruption und so weiter wieder hochbringen, aber wie das hier auseinanderfällen wird, das bin ich mal sehr gespannt, weil er baut ja auch schon Likes und Dislikes ein. Vielleicht kann man das ganze Spiel so ein bisschen lenken, damit man, wenn man bestimmte Charaktere einfach ein bisschen auch depressiv machen möchte, dass man das ganze Spiel in eine ganz andere Richtung lenken kann. Interessanter war der Fall gestaltet, wie gesagt, 0.3 Version, nicht vergessen, aber trotzdem sehr interessant. Werde ich definitiv mal ein bisschen im Auge behalten, das Game, Golden Mean. Auf alle Fälle cool erzählt. Die Charakter gefallen mir auch sehr gut. Alles eigentlich gar nicht mal so schlecht. Roundabout, sehr gut. Wir haben die City, die will ich euch auch nochmal zeigen. Erstmal gibt es hier nur die Town. Nachher bekommt dieser Bereich noch einen kleinen Anschlussraum mit dazu. Und im Großen und Ganzen habe ich sonst auch noch nicht viel Geschrei geschaltet. Aber man sieht an der Map schon mal. Stadion, Beach, definitiv ist immer ein Ding mit dabei. Wenn der See und dieses... Ach, das hier oben ist ja auch noch was. Das habe ich bisher auch noch gar nicht mitgekriegt. Workhours 13 bis 18 Uhr. Ah, hier kannst du auch noch arbeiten gehen. Aha. Können wir auch noch eine Arbeit machen. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ich finde das auch ganz cool gemacht, dass das Bild dann so reinzoomt, wenn man etwas rauf macht. Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht immer so schlecht. Gefällt mir irgendwie dieses Ranzoomen, sodass du weißt, wo du hingehst. Na? Ich gucke gerade. Ist das die Skylines? Ja, ne? Glaube? Ist die Skylines? Ich denke ja. Bin mir nicht sicher, aber könnt ihr hinkommen. man überlege. Sims ist diesmal definitiv nicht. Alles in allem ein sehr schönes Spiel. Ihr habt hier oben euren Bereich. Hier sind erstmal, ich sag's auch noch mit, thank you for the supporter. Es sind ein paar dabei. Ziemlich cool gemacht. Translation für Artist. Dex ist da gemacht. Lead Dev ist Dr. Moly. Ich finde es mal, ich werde auch mal versuchen, mal ein bisschen mal, wenn sowas dabei ist, auch mal die Leute mal ein bisschen mit reinzunehmen. Und in unser Inventory haben wir natürlich auch noch frei. Fragezeichen zeigt euch natürlich auch noch alle Sachen, die ihr machen könnt. Eigentlich im Großen und Ganzen ist das Spiel echt gut geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir auch sehr gut. Es gibt wirklich einige Entscheidungen. Da wird euch aber auch darauf hingewiesen, auf die Entscheidungen, die ihr da treffen könnt. Und für mich meiner Meinung nach ziemlich cool. Jetzt könnten einige Leute denken, oh, ist das verwirrend mit diesem Hin- und Her-Gesibbel. Dafür habt ihr extra den Balken bekommen. Also er hat wirklich an alles gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, um das Ganze ein bisschen fertig zu machen. Ihr seht auch, wo die ganzen Leute alle sitzen. Wir machen jetzt mal eine Unterhaltung. Ihr seht, hier oben geht schon mal die Affection für die ganzen Damen also hoch. Also heißt das, wir haben jetzt schon mal ein bisschen Affection gesammelt bei jedem 2 Punkte. Es gibt bestimmte Bereiche wie hier bei Amelia. Wenn wir hier jetzt sitzen und mit ihr zusammen was machen, machen wir einfach mal Join Here, sammeln wir auch mehr Affection. Hier sind es bei 12 Affection Points. Bei Diana können wir auch machen Offering Help, bla 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 und auch schon mal gleich ein bisschen mehr Affection Points gesammelt. Im Großen und Ganzen echt nicht übel. Und ganz kurz, hier in der Bäckerei könnt ihr arbeiten. Verdient euch hier so schon mal eure erste Kohle mit dazu. Was war das? 13 Uhr war das. Da war ich nämlich noch nicht gewesen. Da gehe ich jetzt mit euch zusammen hin. Mal hier oben hoch. Mal sehen, was hier im Working Group ist. Ich war hier auch noch nicht gewesen. Erst gebaut Job. Ach, bei der können wir einen Job kriegen. Ja, immer ran an den Schinkenbraten, würde ich sagen. Reinigung ist begonnen. Oh, immerhin $20 noch mit dazu. Warum kann ich auch ein bisschen mehr worken? Ah, dann verdiene ich ja so schnell mein Geld mit dazu. Sehr schön. Zurück back home. Ihr werdet noch einige Sachen freischalten können. Ihr werdet noch einige Sachen machen können. Ihr werdet noch mehr untersuchen können. Die Hauptstory ist sehr kurz gelegt worden, aber danach eigentlich doch relativ interessant gelegt worden. Also ich bin gespannt, wie das Ganze mit diesem... Ihr bekommt auf alle Fälle dämonische Kräfte. Das sage ich euch jetzt schon mal gleich mit dazu. Deswegen auch diese Dämonik-Sachen. Ihr werdet bestimmt auch diesen Einfluss nachher leiten lassen können, dass ihr auch aus dem Titelbild ja auch gesehen habt, wie seine Augen aussehen. Insgesamt ein sehr interessanter Teil. Gefällt mir auf alle Fälle, werde ich definitiv mal im Auge behalten. Ich bin gespannt, was bei Dr. Moly noch alles so am Start sein wird. Scheint auch dieses Jahr erst gestartet zu sein. Wir werden es sehen. Golden Mean. Auf alle Fälle sehr gutes Spiel. Ich zeige euch mal eben ganz kurz nochmal meine Loadlist, wo ich gerade bin, damit ich euch mal euch das ein bisschen zeigen kann. Ach nee, eine Age-Scene gab es ja noch. Hier seht ihr dann erstmal, wie das hier ein bisschen weiterläuft. Hier habt ihr dann eben die Corruption schon ein bisschen hoch. Einser auf Corruption gelegt. Mana damit zu.
Ihr bekommt auch noch die Orte. Ach ja, ich habe das ja auch noch. Ja, Kondome könnt ihr euch auch kaufen. Hier werdet ihr das MP finden. Damit könnt ihr dieses Portal benutzen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und hier in so eine Art Ritualraum kommen. Da sitzt übrigens der kleine Dämon. Wer ist das nur? Ja, das erzähle ich euch noch nicht. Alles auf alle Fälle, diese dämonische Sache, wenn ihr die macht, verbraucht ihr auf alle Fälle was. War ich ja noch nie hier gewesen. Hätte ich auch mal machen können. Ausgebauter Job, das habe ich mir nie gemacht. Ist mir auch gerade erst so aufgefallen, als ich die Map jetzt gerade gemacht habe. Jetzt mache ich das Ganze nochmal, ist aber egal. Auf alle Fälle gibt es hier noch in Town die Unrested Clinic, da war ich auch noch nicht drin, und die Dark Street. Die Mall und den Spa. Ein Spa ist gerade neu aufgemacht worden, denn ich werde nochmal eben ganz kurz zurück home gehen und euch mal zeigen, inwieweit ich jetzt gerade im Story-Fortschritt bin. Für Diana muss ich a few turns of training machen. Für sie muss ich $200, um ein Spa zu bekommen. Und für Elysia muss ich ein paar Reo holen in the Mall. Kostet auch mal eben locker 200 Tacken. Nicht schlechter Spiel auf alle Fälle. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es ist ein sehr interessantes Game. Sehr unterhaltsam. Mich hat es echt geflasht. Ich fand es gar nicht mal so schlecht. Auch wieder ein guter Teil meiner Meinung nach Golden Mean. Ich denke mal auch, dass einige Leute das Spiel jetzt auch feiern werden und sich das mal angucken werden. Wie gesagt, guckt ein bisschen nach, wo die Personen sich aufhalten. Hier könnt ihr das super schön alles auslesen, wo die Leute sind. Ich finde es nicht schlecht. Guckt es euch selber an. Vielleicht gefällt es euch ja auch. Golden Meme von Dr. Moly. Viel Spaß beim selber zocken.